im Zentrum für politische Schönheit. Frau Hoffmann, da gibt es jetzt ja von vielen Seiten Kritik an Ihrem Hause. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass das öffentliche Reden von Regierungsvertretern urheberrechtlich geschützt sind? Ja, ich möchte zunächst mal die Unterstellung zurückweisen, hier sei von unserer Seite irgendetwas zensiert worden. Das ist nicht der Fall. Wir haben gegenüber den Plattformbetreibern YouTube, X, Facebook und Instagram ein sogenanntes Melde- und Abhilfeverfahren initiiert, täuschend echte Darstellungen, die dem Bundeskanzler bestimmte Formulierungen und Worte und Entscheidungen in den Mund legt, die so gar nicht gefallen sind. Sie wissen ja, dass wir ein großes Thema haben mit der Verbreitung von ausländischer, also sehr viele der stark auch aus dem Ausland initiierter Desinformation. Nun geht es ja nicht um ausländische Desinformation, sondern um deutsche Kunst. Und wenn Sie, wie Sie sagen, niemand angewiesen haben, etwas zu tun, dann stimmt das ja nicht. Sie haben ja die Plattformen angewiesen. Das ist doch dann nichts anderes als ein Werkzeug, um dieses Video zu zensieren. Wir haben den Plattformen gegenüber gemeldet, dass nach unserem Verständnis diese Videos gegen die AGB der Plattformen verstoßen. Das wollte ich jetzt auch noch mal ganz kurz genau wissen. Also Sie sagen, Sie hätten nur gemeldet, dass die Inhalte gegen die AGB der Plattformen verstoßen. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat das ZBS aber zumindest veröffentlicht, dass bei Instagram ein urheberrechtlicher Verstoß explizit gemeldet wurde. Das streiten Sie an der Stelle ab? Wir haben das begründet und wir haben unterschiedliche Begründungen dafür. Das heißt, es ist schon so, dass Sie auch explizit einen urheberrechtlichen Verstoß als Mittel genutzt haben dafür? Wir haben in verschiedenen Fällen verschiedene Begründungen dafür geltend gemacht. Entschuldigung, aber kategorial ist das doch ein enormer Unterschied, ob Sie sagen, wir haben allgemein einen AGB-Verstoß festgestellt oder ob Sie das Markenrecht bemühen, um dieses Video loszuwerden. Das ist ja kategorial was komplett anderes. Also Sie haben erst das eine gesagt und jetzt sagen Sie, das andere ist doch auch passiert. Für mich passt das bestens zusammen. Ich verstehe es auch noch nicht so ganz. Es gab ja eine Urheberrechtswarnung an den Produzenten des Videos. Welches Urheberrecht sehen Sie konkret verletzt? Wie schon gesagt, es gab verschiedene Begründungen. Urheberrecht war ein Teil davon. Wir haben auch vom Namensrecht, vom Markenrecht gesprochen. Also es gibt unterschiedliche Begründungen. Ich habe nun ja extra mich nur auf diesen einen Aspekt Urheberrecht bezogen. Und ich kann jetzt immer noch nicht erkennen und bitte Sie gegeben um Präzisierung, welches Urheberrecht konkret sieht die Bundesregierung durch dieses Video verletzt? Einfach bitte präzise benennen. Welches Urheberrecht in welchem Punkt? Wie schon gesagt, wir haben diese Begründung mit Absicht breit aufgestellt. Frau Hoffmann, ich glaube, jeder kann Ihre Argumentation nachvollziehen aus Ihrer Perspektive. Gleichzeitig gilt natürlich, dass die Kunstfreiheit ein sehr hohes und geschütztes Gut ist. Ich würde deswegen gerne vom BMJ wissen, ob es in die Prüfung einbezogen war an irgendeiner Stelle und ob Sie der Auffassung sind, dass das nicht von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Das entzieht sich mir jetzt persönlich gerade der Kenntnis, ob wir einbezogen worden sind oder nicht. Das heißt jetzt aber nicht zwingend, dass es nicht der Fall gewesen wäre. Das müsste ich gegebenenfalls noch mal prüfen lassen. Deswegen kann ich es nicht sagen. Und warum ich Sie frage, ist ja, Sie sind fürs Urheberrecht zuständig als Haus. Ja, das stimmt. Sie sind Verfassungsministerium. Das heißt, Ihr Haus hat Sie jetzt nicht, es hat nicht anders gesehen, eine eigenständige Prüfung durchzuführen und Sie damit auszustatten, um hier heute sprechfähig zu sein.